Der Lahme am Teich. Ein Wunder, das Jesus tat. Einmal war Jesus in Jerusalem. Dort gab es ein Wasserbecken, an dem immer viele Menschen mit Behinderungen lagen. Das Becken hatte eine heilende Wirkung. Ab und zu bewegte sich das Wasser im Becken. Wer dann als erstes darin war, wurde gesund, egal welche Krankheit er hatte. Einer von den Menschen, die dort lagen, war ein Mann, der seit 38 Jahren nicht mehr gehen konnte. Jesus sah ihn und sprach ihn an. Willst du geheilt werden? Ja, antwortete der Mann. Ich habe aber niemanden, der mich in das Becken tragen kann. Es ist immer jemand anders vor mir drin. Jesus befahl ihm: Steh auf, nimm die Matte, auf der du sitzt, und geh. Er war sofort geheilt, nahm seine Matte und ging herum. Als er so herumlief, sahen ihn ein paar der jüdischen Leiter, wie er seine Matte herumtrug. Es war Sabbat, der jüdische Sonntag, an dem es streng verboten ist zu arbeiten. Sie sprachen ihn darauf an, warum er seine Matte herumträgt, obwohl das verboten ist. Er antwortete nur: Der Mann, der mich geheilt hat, hat mir gesagt, ich soll sie mitnehmen. Sie fragten ihn: Wer hat dich denn geheilt? Doch das wusste der Mann nicht mehr. Jesus war inzwischen weitergegangen und nicht mehr zu sehen. Später traf Jesus den geheilten Mann im Tempel. Das ist so etwas wie heute eine Kirche. Er sprach ihn an: Super, jetzt bist du wieder gesund. Lebe nun nach Gottes Geboten, dass dir nichts Schlimmeres passiert. Danach ging der Mann zu den jüdischen Leitern und berichtete ihnen, dass Jesus ihn gesund gemacht hatte.